bin's wieder. Wie der Mundschatz vom Doktorenhof. Schön, dass ihr bei mir sind. Ich erzähle euch jetzt zwei Gedichte. Zwei. Eins ist kurz, das andere ist ein bisschen länger, war auch nicht gar so lang. Zwei Gedichte über die Weihnachtszeit. Ein bisschen schräge Gedichte, aber das muss auch mal sein. Ne? Nicht immer so nur das Gebimmel und Gebammel, sondern auch mal ein bisschen was Schräges. Okay? Tiefgefroren in der Truhe liegt die Gans aus Dänemark. Vorläufig lässt man in Ruhe sie in ihrem weißen Sarg. Ohne Beine, Kopfgegröße, ruht sie neben dem Spinat. Ob sie wohl ein wenig böse ist, dass man sie schlachten tat? Oder ist es doch zu kalt ihr, man sieht's an der Gänsenhaut? Nun, sie wird bestimmt nicht alt hier, morgen wird sie aufgetaut. Welch ein Duft sie durch die Herde, durch die ganze Wohnung dann macht, dass gut der Braten werde. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Lustig, ja? So, und noch einmal ein kleines. Ganz erleuchtet sind die Gassen, still und starrlich liegt der See. Auf den tief verschneiten Straßen liegt ein totgefahrenes Reh. Weihnachten ist angekommen, alle Kinder freuen sich doll. Mama ist gerade hingefallen, Papa ist schon wieder voll. Der Weihnachtsbaum ist hell erleuchtet und gerade fängt er zu brennen an. Da klopft es draußen an dem Tor. Ist das wohl der Weihnachtsmann? Doch es sind nur die Verwandten, die da stehen vor der Türe. Oma, Opa, Onkel, Tante, die alten Feiertagsgeschwüre. Da kommt Knecht Ruprecht mit dem Schlitten, fährt voll in Papas Manta rein. Der sagt, na, der kann was erleben, dem hau ich jetzt die Fresse ein. Die Kinder fangen an zu flennen, von ferne nah die Polizei, der Baum ist immer noch am Brennen und Heiligabend ist vorbei. So ist Weihnachten. Alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.